Also irgendwie, ich habe das Gefühl, die ist breiter. Save ist die breiter. Die Kurve ist viel einfacher hier. Weiß ja gar nicht. Die ist schon breit, das Ganze hier. Und Formel 1 ist schon sehr breit. Schon ultra breit hier. Diese Passage ist halt einfach zu fahren so. Ich bin hier vorhin noch im dritten Comment eigentlich kaum fahren können. Zu zweit machen, hier kann ich zum dritten fahren. Und hier geht auch dritter easy. Also du meinst auch zu breit oder was? Würde ich auch aus dem Bauch raus, aber was, wenn wir die jetzt zuerst gesehen hätten? Gibt es die nicht im Spiel doch, oder? Das kann er nicht im Spiel dabei? Ist auch ein ganz anderes Layout irgendwie. Ich würde das sagen, das kommt auch dem F1 an, also näher, auch von den Anzeigen und so. Ich meine, schmal ist es ja hier auch nicht. Ja, also von der Charakteristik, von den Curbs her würde ich sagen, die ist auch näher an Formel 1 22 oder so.
Das heißt ja nichts, aber das ist trotzdem, glaube ich. War nicht besser, ja? Kommt schon näher, okay. Na gut, na gut. Warum das andere so war, weiß ich jetzt nicht. Er hat jetzt Strecken reingetan, aber... in einem Ordner da, aber gut. So, dann noch Formel 1 approven. Sieht aber gut aus. Sehr, sehr schwankende Frames auf den Strecken. Aber das Lichte. Boah, ich wollte noch die Ladestrecke anstellen. Uiuiuiui, ist ja gut, war richtig. Wow. Man hätte es richtig reintun. Fühlt sich komisch an. Okay, das ist okay. Der Teppich da gibt normalerweise Cut, nur so, dass du überfährst. Hier ist es sehr glatt, wenn du zu früh Gas gibst. Hallo. Wer da? Komm mal. Der Olli. Olli. Der Fortnite-Olli. Ach, ja. Was geht? Wie viel bei dir? AC. Teste ein bisschen. Ich fahre alle zwei, drei Tage andere Strecke. Na, ich bin. Also, ich schalte zwar momentan nicht, aber ich schaue. Okay, und jetzt teste ich gerade ein paar Formelstrecken. Gut, es gibt GT3 approven und Formel 1 approven. Und die Strecke war wild. Die gab es doppelt. Einmal total breit, ist einmal die Version. Ich nehme die Version. Ja, das ist glaube ich noch eine Strecke oder so. Und dann muss ich auch ins Bett. Hab ziemlich viel Medizin genommen. Habe auch Lungenentzündung hier eingefangen. Ja, hab ich auch gekriegt, ja. Mal leise, wenn man nicht hört. Gerade im Ungaroring üben. Ist okay, ich tue mich halt schwer. Ich muss halt am Setup rumbasteln und das kann ich ja halt gar nicht.
das halt besser wird, weil die Standard-Setups sind ja nicht immer so geil. Und da muss ich mir dann auch noch alle jetzt auch noch mit dem Scheiß beschäftigen. Nicht immer so viel Geduld oder sowas. Aber ja, passt. Aber ja, passt. Hey, Grombi. Und wie geht's dir? Wie geht's dir? Und zu mich? Ja. Bei Grombi ist mir der Scheiß egal. Ja, nö, soweit eigentlich. Ganz gut. Das freut mich. Das freut mich. Demnächst kommt wahrscheinlich bei mir auch die Lust, wieder zu fahren. Dann gucke ich, dass ich da dein AC-Pack mal runterlade, was du da ja hast. Ja, ganz entspannt. Mach mal 10 Jahre Pause und dann in 10 Jahren fahren wir Rennen, okay? Lass mich 10 Jahre üben. Ach, ist schon okay. Soll ich noch aufholen lassen? Ja, mindestens 10 Jahre. Mhm. So viel gefahren wahrscheinlich. Momentan besser als ich in AC. Nee, niemals. Ich taste mich Tag für Tag heran und jedes neue Auto, jede neue Strecke ist für mich, als ob ich nie gefahren wäre. Sehr komisch. Ich kann auch nicht von einer zu anderen Strecke was rübernehmen. Bisschen, aber das ist immer sehr, sehr schwer. Grombi, alte Ford, was läuft? Du Penisfratze. Ich meine, was läuft? Ja. 8,5 Stunden wieder gemacht. 8 Stunden am Tag ist mindestens Racing angesagt. Ich weiß, es ist zu wenig, ich würde auch 16 machen, aber meine Tabletten lassen nicht zu. 12 Tabletten jetzt. Ach, das ist schon krass. Ja, es ist auch nicht durchgehend fahren, ab und zu mal was trinken, Pause und so, aber von den 8 Stunden ist es schon bestimmt 6, 7 Stunden fahren. Ja. Freue mich, dass Sie vorbeischauen. Dass ich umgezogen bin in der Küche, weißt du ja auch, ne? Ja, das habe ich noch. Also wie gesagt, deine Streams gucke ich tatsächlich. Schreib noch nicht so viel. Ich habe dir zum Beispiel da, wo du auf dem Nürburgring gefahren bist, relativ viel zugeguckt auch. Ich finde, habe ich nicht schlecht Progress gemacht, oder? Je nach Auto. Fand ich auch. Da habe ich... Was bist du da gefahren? Da irgendwas mochtest du ja gar nicht. Warst du McLaren? Nee. Jetzt mag ich den McLaren. Ich habe da, wo du nicht so Bentley, Jaguar, fand ich doof. Ich weiß nicht, einige fand ich nicht geil. Da habe ich die auch rausgenommen teilweise. Was bin ich denn da gefahren? Kann ich ja gucken. Result. Achso, nee, ich mach's noch einfacher. Warte. Ich muss mal das Wireless-Mikrofon geben. Wenn ich mich nach vorne bücke, hört man sonst gar nichts mehr. Das ist total bescheuert. Also, Moment, umschalten, zack. Zack. So, bin ich hier am Wireless-Mikrofon. Ich tue einfach die Autos an, schon ich hatte damals hier. Da ist die kastrierte Version. Genau, gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn da Schönes? So, Audi, AMG, also die habe ich ja mitgenommen, die fand ich okay eigentlich. Ich fand am Anfang AMG auch beschissen, konnte ich gar nicht so fahren, war dann besser. Mhm. Audi fand ich von Anfang an okay, auch nicht so geil, aber war besser, also als andere. Lamborghini Huracan fand ich immer schon stark. McLaren fand ich am Anfang sehr, sehr rutschig, aber finde ihn gut. Den neuen Porsche, der ist ja wie Glatteis, aber wenn du Reifendruck änderst und ein bisschen mehr Flügel hinten gibst, den gibt den, ja, den ACC Porsche 2020. Genau. Das ist schön, glaube ich, dass du noch vorbeischaust. Freut mich. Dann den neuen BMW. Der eine BMW, der war ja total OP. Das war der gleiche BMW M4 GT3. Der war ja sehr, sehr heftig. Der war aber schon geil. Aber ich habe ihn nicht mitgenommen. War mir zu gut. Echt? Wenn man nicht kämpfen muss, dass man da fährt, wenn man gut fährt und es entspannt ist, dann glaube ich, ist was falsch. Also auch Ding hat gesagt, Sensen hat gesagt, das ist zu stark irgendwie, das passt irgendwie nicht bei ihm.
Weil der andere war ja der gleiche, war nur ein anderer Modder. Da habe ich schon. Der M6, den fand ich beschissen. Aber da sagt der eine im Chat, dass das Grundsetup Müll ist, aber man kann ihn schon sehr, sehr Ja, gut das habe ich gelesen, ja. verändern. Aber da bin ich. Ach, weiß nicht. Keine Ahnung. Ist mir zu Also, viel ja, dann rumgemache. man kann mit Setups es bequemer machen, aber so an sich so wirklich viel Zeit holt man damit nicht raus. Damit macht man die Nuancen so 5 Zehntel oder aber keine Sekunden. Also das ist einfach, weiß nicht. Also Also immer alles auf Setups zu schieben. Standard Porsche 2020 war komisch auf Eis mit Setup 2 Sekunden mehr. Easy. Oder noch mehr, je nachdem. Weil das war Ja. fast unfahrbar. War nur Ja, Eis. das Ding ist, ich sag mal so, wenn du ein Auto, was sehr schwer zu fahren ist, hast und da kein Setup drauf hast, aber du trotzdem lernst damit zu fahren, bist du immer trotzdem nicht mehr diese 2 Sekunden weg. Und Es das mache ist ich halt halt die nur ganze Zeit. Mache ich immer. eben. Ich versuche, mich ans Auto anzupassen. Und dann lerne ich halt auch viel dazu. Bei Nürburgring war es extrem krass, der Progress. Ich bin in ein Auto gestiegen, fand es beschissen. Trotzdem gekämpft, gekämpft, gemacht. Dann bin ich in ein anderes eingestiegen. Fand es okay. Ja. Bin in das zurückgekommen, was ich beschissen fand, und fand es dann auch gut. Weil ich habe die Erfahrung im anderen Auto fürs andere auch gesammelt. Also ich habe die Autos mehrfach getestet. Also ersten Eindruck, zweiten und sogar dritten. Und irgendwann konnte ich die einfach alle, weil die haben halt ähnliche Sachen. Meinst Eigenschaften dann oder? Genau, die haben ähnliche Eigenschaften. Es haben zwar jeder ihren Charakter, aber im Grunde ist es doch das Gleiche, muss ich sagen. Ja. Der Ferrari, der Bentley, der Jaguar und der Lexus waren eigentlich okay, aber die waren halt so langsam. Die waren richtige entspannte Limousinen, sage ich mal, fast schon. Ja. Die haben sich irgendwie komisch an. Also die waren noch von den Zeiten ja ganz anders. Also man konnte mit, also ist die auch gefahren. Ich habe mich da schon ein bisschen abgesichert und ich habe mich ja schwer getan unter so 2 Minuten. Ich habe immer so gemessen bei 2 Minuten. Wenn ich auf 1,58 easy komme, ohne viel zu tun. Ja, das habe ich Passt gesehen, das, ja. genau. Und ich mich, wenn ich schwer hingekommen bin, so bei 2 Minuten, habe ich es nochmal gegentesten lassen und dann war das auch ähnlich. Der NSX war Katastrophe. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Der Den war mag ich auch so nicht. Formel Also. 1-Auto komplett hart. Also wie ein Formel 1-Auto, du hast jede Unebenheit gespürt, obwohl sie gar nicht da war. Ich weiß nicht genau. Ja, ich weiß Ja. nicht, in ACC bin ich. War das? Doch, ACC bin ich, den glaube ich gefahren, da mochte ich den auch nicht. Und Xenton sagt trotzdem, es ist noch weit entfernt von ACC irgendwie. Aber es ist ja speziell die ACC-Mods halt, aber ACC-Autos. Ja gut, ja. Das heißt ja aber nichts. Den Jaguar habe ich ja gesagt, ist auch so langsam. Das ist der starke BMW gewesen. Also sehr stark. Also super geil, dass ich gefahren. So ein bisschen sogar wie Formel 1 schon teilweise. So direkte Lenkung und alles schon sehr, sehr ultra. Ansonsten, genau, der Lexus ist auch so eine Limousine entspannt gewesen, schon ein Engländer oder so. Und ich habe neu getestet in LMH, bin noch nie sowas gefahren. Die Hypercaster von dem mit Ja. G, mit Grillhaus oder wie heißen die? Steakhouse Grill mit. Wickenhaus. Ja, sag ich doch. Und fuhr sich halt genau wie LMP2. Also Ja, also kaum, die kaum sind Unterschied. so also LMH, ja, die sind halt einen Tick schneller. Dann den Formel 1 mit V6 fand ich jetzt mittlerweile besser als den V8. Irgendwie der V8 war ein bisschen bissiger, schwerer zu Mal, fahren, aber auch mehr Spaß. Formel welcher 2. V6, also achso, Formel 2. 2020 und 2017 verglichen. V6 und V8. Formel Ja. 2. Fand ich immer beide super, aber beim Nürburgring habe ich dann doch den V6 bevorzugt. Ich wollte halt nicht beide mitnehmen. Und den Formel 3 mit V6 finde ich immer noch einer der besten. Also er macht am meisten Spaß. Keine Ahnung warum. Der fährt sich geil. Ja, ansonsten LMP1 bis 3 habe ich ja mitgenommen. Und LMP1 ist krass zu fahren, der schwer. Wie viel Gigabyte hat es denn alles, wenn man das runterlädt? Weißt du das?
Ist gar nicht so viel. Du musst doch nicht das ganze Trackpack laden, das ist das Größte. Hier ist, ich zeig mal den Ordner, vielleicht sieht man das da direkt. Wo ist denn das hier? Also, wow. Hier, diesen Ordner kriegst du, würdest du dann kriegen. Track, je nach Strecke musst du erstmal die Trackpacks nicht laden. Wir fahren jetzt zum Gardering. Ja. Ich lade dann die nächste Strecke hoch, wenn wir die nächste Strecke fahren, wenn sie feststeht. Also im Endeffekt müsstest du nur bei Cars die Sachen laden. Das ist gar Okay. nicht viel. Du musst auch den Legio Mercedes nicht laden. Erstmal. Das ist der Mercedes von Automobilista, der CLKLM. Im Endeffekt lädst du LMPs. Das ist LMP 1 bis 3. Ja. F1 22. Das sind die von RSS. Und Formel 2 bis 4 und GT3-Pack halt. Und Lexus und Ferrari musst du auch nicht unbedingt laden. Also im Endeffekt das hier. Die sind halt Richtig, dabei. das ist mal ziemlich eng. Also 441 MB, 583, 752 und 1,1. Ja, das ist eigentlich gar nichts. Keine Ahnung, wie das ist. Okay, alles klar. Ja, gut. Passt. Ja, das geht Das echt. passt, ja. Naja, ich dachte, das wäre jetzt schlimmer. Und die Tracks, die wären halt dann 6,76 GB. Entpackt sind sie immer ein bisschen mehr, aber das. Ich habe da halt 39 Tracks, die Nee, nee, ich alles, das ist ja alles habe. im Rahmen. Aber ich Dann mach, approve ist alles machbar. nochmal mit meinem jetzigen Biss. Ich tue das immer alles nochmal machen. Jede Woche oder alle 2 Wochen mit dem jetzigen Skill, weil das ändert sich auch dann meine Meinung, je nachdem, wie die Strecken halt sind. Manche haben auch komische Fehler, merke ich halt dann, wie zu Ja, manche viele Mods sind Unebenheiten perfekt. und so. Ja, es gibt manche Strecken, die sind echt sehr bumpy in den Mods. Ja, die sind dann nicht mehr überarbeitet worden, so wie ich mitbekommen habe. Die einfach konvertiert, nicht mehr überarbeitet und deswegen ist das bei diesen, ist das ja alles so kleine Vierecke, so Pixel halt und die muss dann nochmal glatt bügeln, sage ich mal. So publishen, nicht publishen, wie heißt das? Nicht furbish, publish, wie heißt das? Nochmal hier. Also einfach schön nochmal. Ja, ich weiß, was du meinst. Sollen wir einfach überarbeiten? Ja, klar, leichter Deutsch. Ich, wie heißt? Ach ja, egal. Wir wissen, was wir meinen. Polischen, polischen heißt das. Ja, poli to polish, genau. Genau. Okay. Ja, und die Auto habe ich jetzt mitgenommen, die Autos. Und wird sich pro Strecke immer eine Kleinigkeit ändern, wo wir vielleicht noch ein, zwei GT3s tauschen oder so. Aber ansonsten sind es die Grundautos zum Testen. Formel 1 bis 3, LMP 1 bis 3. 10 GT3 Autos und einmal ein LMH zum Test. So können wir dann auch manchmal irgendeins tauschen in den Autos. Schön, schön. Viel rum überlegt, mehr Kopf zu brauchen, was nehme ich mit? Und die Leute gefragt, was wollen die für Autos? Dann der eine will das, der andere will das und dann jedes Gottes Willen, so viel GT3. Katastrophe. Aber bei GT3 kann ich am meisten lernen. Ich bin jetzt fast nur noch GT3 gefahren, fahre trotzdem aber noch die letzten Stunden bei einer Strecke oder den letzten Tag doch mehr LMP oder Formel, denn das ist schon ultra geil. Aber ich find jetzt GT3 jetzt auch nicht mehr so schlimm, wie ich am Anfang es gefunden habe. Ja, der Hass geht so langsam Der weg. Hass ist schon noch da, aber der Hass hat sich eher so auf, es passt, ich kann davon sehr, sehr viel lernen. Und es ist schon ultra komplex, das Ganze mit GT3. Und es ist, denn es ist, was wir halt festgestellt haben, auch was das Setup und alles angeht, schon komplexer als Formel 1. Sorry, das kam Denn gerade bei mir nicht an. Ich hatte kurz, glaube ich, einen Lag. ich hab gemeint, was wir heute so festgestellt haben, das ist schon komplexer, das ganze Setup und das Ganze, was GT3 im Vergleich zu Formel 1 angeht. Weil du verlierst wirklich, wenn du gewisse Kurven halt komisch nimmst bei GT3 mehr als in der Formel 1. Also, Okay. ja, du fährst halt langsam, man muss die Kurve gescheit fahren. Du verhungerst ja quasi auf dem einen Weg zum anderen Weg, wenn du die Kurve falsch nimmst bei Formel 1, bist du ja schneller da,
und kannst halt vielleicht noch ein bisschen, natürlich verlierst du auch Zeit, aber GT3 ist halt und einfacher mit Fehlern und so. Ich weiß jetzt, was du meinst, ja. Es ist viel, wie sagt man, finde mir das Wort auch super, nachtragender, also der Fehler ja, sich viel stärker. Ja, genau. Ja, das steckt sich dann auf die ganze Strecke enorm aus. Was ja auch okay ist. Was ja auch okay ist. Ich habe es ja gestern auch nicht verstanden. In Sektor 3 habe ich mich halt aufgeregt. Ich bin eine Zeit gefahren. Ich kam nie wieder an die ran. Ich hatte immer eine Sekunde verloren. Ab der Schikane bei Ungaroring. Immer verloren. Eine Sekunde bei der Schikane und danach jede Kurve 0,2 Sekunden. Am Schluss 2 Sekunden schlechter. Mhm. Und heute habe ich es trotzdem 1,5 Sekunden geschlagen, meine Zeit. Obwohl ich heute extrem müde bin, weil ich war beim Arzt wieder. Ein Lungenflügel hat sich langsam, hat sich ein bisschen erholt, der andere noch nicht. Ja, muss noch viel Antibiotika nehmen, das tut mich zusätzlich noch ein bisschen schwächen. Mhm. Dann noch ein Antibiotika-Spray gemischt mit Cortison und anderem Stuff, sehr, sehr viel. Weites Spektrum, damit die Entzündung nicht zurückkommt. Ja, und lutscht immer irgendwelche Tabletten nebenbei, damit ich so viel husten muss. Für den Hals beruhigen. Und ein bisschen Schleim, Spucke geben, dass nicht trocken wird. Jo. Also, Nürburgring hat mich sehr, sehr weit gebracht, so vom Realisieren der Autos und vom Verstehen des Ganzen. Diese Strecke, jetzt versuche ich ein bisschen mehr mit Zettel, dass ich das auch noch verstehe. Nächste Strecke dann vielleicht noch mehr. Und ja, soweit, so gut. Ich bin aber manchmal sehr, sehr ungeduldig und würde mir wünschen, ich mache noch schneller Progress. Weil manchmal bin ich echt am Verzweifeln, wieso komme ich jetzt nicht weiter, aber dann auf einmal tue ich eine Runde hin und dann denke ich mir, hä, was denn jetzt? Letzter Knoten. Ist brutal. Und meistens, wenn ich mich darauf konzentriere und versuche, das besser zu machen oder anders oder schneller in die Kurve rein, später bremsen, früher Gas geben, bla und bla, ist es halt für mich total schwer. Wenn ich dann mit jemandem quatsch, reagiere ich einfach auf das, was passiert, und dann bin ich einfach, das war ich mit den besten Zeiten. Einfach so. Ne? Ja. Ohne zu denken, ich mache es einfach. Und ich habe jede beste Zeit so gefahren. Immer. Ich bin keine gute Zeit mit Konzentration gefahren. Wenn ich die Strecke gar nicht kenne und sie neu lernen muss, brauche ich ein bisschen Konzentration, damit ich verstehe, mir merke im Kopf, hey, da, hier, bremsen links, rechts und dies, das. Aber wenn ich die dann einigermaßen drauf habe und mich dann nur stur konzentrieren muss, dann irgendwie ist dann so vielleicht auch Blockade oder so. Dann mache ich so viel Blödsinn, weil ich so viel probiere und so viel an jeder Kurve zweifle. Mhm. Ja. So viel zum Progress. Ja, aber ich weiß nicht, ob du es mir glaubst oder nicht, man sieht trotzdem einen sehr weiten Schritt nach vorne, wirklich zum Monat in die Vergangenheit oder ähnlichem. Warte mal, ich schick dir das auch mal. Das ist nett, dankeschön. Ich schick dir das auch mal. Also ich weiß nicht, man merkt halt einfach, man merkt mehr, dass du weißt, was du tust irgendwie. Also, ja, keine Ahnung. Bewusster halt. Naja, na klar. Ja. Na klar. Also es ist jetzt ganz hart gesagt, das sieht nicht so unbeholfen aus. Ja, ich bin einfach so reingeblättert, was ich manchmal bei der ersten, was ich gestern bei Ungaroring auch gemacht habe. In die Kurven voll schmutzig reingerutscht, rausgerutscht, weggedriftet und dann heute das Ganze halt einfach nur nicht mehr so krass gemacht. Okay, aber ist immer so. Ich lerne streckenweise auch so, dass ich erstmal 20 Mal abfliege, dass ich weiß, wo ich bremsen muss. Also Mach das gar nicht mehr so. Ich mache das irgendwie anders. Ich fahre die Strecke gemütlich, so entspannt, so wie ein Sonntagsspaziergang. Ja, nee, aber ich meine, manche Kurven, wenn ich, also da bist du ja dann testest du ja. Ja, relativ ja, die lang. Mit dem Bremspunkt und so, also, ne? Oder, ja. Also es gab ja ein, zwei Kurven, wo du ja echt lange immer wieder einen Fehler gemacht hast und irgendwann hat es dann geklappt und dann nie wieder. Also dann gab es nie wieder einen Fehler. Oder halt, es war immer besser. Einmal habe ich das ja in Formel 1, meintest du ja in Imola, die Haarnadel, sag ich jetzt mal.
Ja, ich weiß schon, ja, schon, ich muss wieder mal hier Aber rüber. Ja. ich weiß nicht, ich glaube, du hast jetzt nicht. Wie viel Formel 1 hast du jetzt noch gespielt? Ich habe momentan nur AC gesehen, immer, wenn ich Ich geguckt habe habe. jetzt die letzte Zeit nur AC gespielt, aber ich habe schon, glaube ich, 50, 60 Stunden habe ich schon bei dem Spiel. Ja, Aber ich da ist der. jetzt die Leute immer hier mitfahren, ich richte mich nach dem, was die Leute machen. Und Ja. das ist ganz angenehm, so immer wieder zu fahren. Ich hoffe, dass wir auch mal bald wieder ein paar Rennen fahren können. Und nur Qualifying ist zwar netter zum Üben, aber so rennen wir auch nicht schlecht. Ja, nee, was ich gerade zu F1 sagen wollte, heute ist ja, heute oder heute, gestern? Gestern, glaube ich, ist ja der Patch rausgekommen. Ja. Die Fahrphysik. Also ich finde es jetzt schon ein Stück besser. Ich hätte mir zwar jetzt noch gewünscht, dass auch Crossplay gleich dazu kommt, aber da müssen wir wohl noch warten. Ja, das läuft ja nicht weg. Wie ist das Ja, aber mit Gang 2 bis 5? die sind länger geworden. Also die Übersetzung ist länger. Jetzt von den unteren Gängen. Macht es viel angenehmer auch. Ja. Also klar, also du kannst es immer noch drehen, das Auto, kein Ding, aber es ist meiner Meinung nach angenehmer geworden. Zumindest in diesen langsamen Kurven. Also ja, irgendwas hat sich auf jeden Fall ins Positive geändert, meiner Meinung Ja, nach. Keine Ahnung. finde ich gut. Deswegen habe ich gefragt, ob du irgendwie zufälligerweise mal noch Formel 1 gespielt hast. Nee, nee, nachdem nicht mehr. Also. Nachdem mein bester Freund Olli gesagt hat, dass er scheiße, habe ich aufgehört damit. Von Nö, scheiße daher. ist es nicht, aber wie gesagt, die Formel 1 Spiele für sich sind fast eine 8 von 10, aber halt aufs Repräsentative halt eine 2 von 10. So würde ich sagen. Ja, ist doch okay. Aber Das sie ist ja machen. eigentlich das. Das wollen sie ja auch sein. Damit Ja, sie die eben breite deswegen, Masse da bin komplett überleben. zufrieden mit dem, was sie sind eigentlich. Ja. Und wie gesagt, dieses Jahr gefällt mir deutlich besser als letztes Jahr, muss ich einfach so sagen. Ja, ich war ein bisschen genervt von dem ganzen Gedrehe. Ich habe 2021 kurz gespielt. Ich fand es besser. Aber mit den ersten 5 Gängen zumindest. Das war da, Ja, das stimmt, ja. echt gut. Aber wenn du dann 2020 spielst, wieder Mit dem nach Patch jetzt 2021 vielleicht. gefahren bist, dann sagst du lieber 2020 und Ja, nicht. klar, denke ich mir. Es war ja auch nicht so geil, es war nur mit den ersten 5 Gängen, war das halt, wir waren für was da. Du musstest nicht im 5. Gang losfahren. Ja, gut, ich sag mal so. Also, Short Shifting ist zwar immer noch existent, kann man immer noch machen, aber es geht jetzt auch. Also, ich habe zumindest gemerkt, in manchen Kurven, wo ich normalerweise hochgeschalten hätte, konnte ich dann noch im dritten Gang zum Beispiel bleiben. Das ist gut. Dritter Gang ist eigentlich so ein Safe-Gang für nicht zu enge Kurven, so mittlere Kurven. Nicht, das ist eigentlich ganz okay, finde ich. So dritter, Ja. vierter Gang so Safe-Gang. Also, ich will dich jetzt da nicht zu sehr drauf hypen, aber vielleicht, wenn du es nochmal anfährst, vielleicht gefällt es dir ja dann auch nochmal ein Stück besser. Ja, es hat mir ja eh gefallen. Und ich habe mir einfach gesagt, ich passe mich an. Mei, dann halt muss Ja. ich halt Short-Shiften. Ich glaube, es war halt etwas, was ich noch nie kannte, was ich noch nie gemacht habe. Für mich war das halt einfach nur Lernen. Ich fand es sehr cool, Ja. ob ich jetzt eine Strecke in AC lerne oder ein Auto lerne ich halt dann drüben eine Shortschiffen. Das ist ja für mich einfach der Progress gewesen für mein Training. So, Heute drei. habe ich das erste Mal wieder gestreamt und es lief alles. Yay. Jetzt Zeit wird's. Geil, Mann. Aber kein iRacing, also das war jetzt einfach so halt, aber Ja, also mich hat iRacing schon sehr, sehr enttäuscht vom. schon. Was da passiert ist mit diesem Topsplit und dem Spa. Ach, das ganz ehrlich, Ich habe voll den Respekt von den Profis verloren. Wenn ich bin der Meinung, das mein Ziel sein soll, nee, danke. ja, das Ding ist halt, also Leute sind ja teilweise mad, aber ich bin der Meinung, wenn du auf dem höchsten Level competest, dann musst du jeden Vorteil, der nicht bestraft wird, direkt eigentlich ausnutzen. Genau, Das ist halt das, was die gemacht haben. das habe ich auch gesagt. Es ist im Endeffekt so wie COD oder irgendwas. Wenn irgendwas im Bug gefunden wird, in einem Hauscamp oder irgendwie so, benutzt, macht das halt jeder. Man wäre dumm, wenn es nicht machen würde. Aber es ist trotzdem halt irgendwie lächerlich, weil die Es ist sagen ja, schade. iRacing, ja, so, super ultra-realistisch, bla, bla, und dann kommt sowas. Weißt du, das ist Es halt, ist halt einfach eine weiß dumme ich, Mechanik, ja. ja. Ich habe auch das Aber das dann. Schöne ist ja, ich weiß nicht, ob du das Aftermath davon mitbekommen hast. Es steht ja in den sportlichen, im sportlichen Kodex von iRacing, dass man das ja, also man soll nur Oberflächen benutzen, die dafür gedacht sind.
Ja. Und wenn man das nicht macht, dann kann dafür Strafen geben. Und jetzt sind ja einige dieser E-Sportler momentan gebannt. Sind sie Von gebannt IRC. worden? Ja. Ich dachte, Ich das weiß machen die nicht, wie nicht, lang, weil das aber. Geld muss ja fließen. Nee, ich habe heute einem zugeguckt zum Beispiel, der muss momentan jetzt mit einem zweiten Account spielen. Ja, aber das dürfen sie auch nicht zulassen. Also das Ja, ist halt das schon doof. aber Das würde es ist Epic bei natürlich Fortnite keine nicht ultimative. zulassen. Es ist ja keine ultimative Strafe, aber immerhin etwas. Ja, Ich finde immerhin zwar, das ist greifen nicht die sie richtige ein. Lösung. Denn das mit Also, diesem was ich. Einlenken da, mit diesem Warm-up, wie heißt dieser Fehler da, dass du dann die Reifen, Gasbremse gleichzeitig 50 km/h und links, rechts lenken, die Reifen perfekte Temperatur haben. Bei Dieser was? Fehler. Wo jetzt? Brake Dragging, meinte So. Katie. Hast du den auch gesehen? Ach, nee, keine Ahnung. Du musst in eine, du musst In welchem Spiel's? in iRacing. Ach so. Wie gesagt, auf dem Level bin ich nicht, wo ich da auf achte, ganz genau, wie die Reifen sind. Also Abnutzung, ja, Temperaturen, pff. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hätten sie nicht die Bans als Strafe nehmen sollen, sondern das Rennergebnis überarbeiten müssen. Einfach alle disqualifizieren, die das gemacht haben. Die, Wollten sie die am ehrlich Anfang, ne? geblieben sind. Habe ich ja mitbekommen. Habe ich ja mitbekommen. Wollten die eigentlich? Ja, ich glaube, es ist jetzt nicht passiert, soweit ich weiß. Aber hätten sie das gemacht und einfach die Leute belohnt, die das nicht machen, dann wäre alles schön. Ja. Ja, Wie aber gesagt, es ist halt nur, es ist trotzdem halt eine Simulation und wenn die traurig zu Simulation das halt sehen. hergibt. Genau, traurig zu sehen, wie das so sein kann bei den Besten eigentlich. Vielleicht sind sie die Besten auf der Welt, auch was iRacing angeht. Das ist der Top-Split, Das oder? Ding ist, ja klar, das sind die Top, das sind die renommierten Teams, die es im E-Sport gibt. Ich Aber das Ding meine, ist einfach, guck mal, für die mich ist es machen es halt ja. dadurch, dass es nicht das echte Leben ist und es halt ein Fehler ist, den man. Also. Genau, es ist immer noch so, Du suchst ja immer du hockst vorm Rechner, den vorm Weg, PC. um am schnellsten zu sein. Du Genau. suchst den Weg, der legal ist. Ich meine, du gehst ja auch bei den Track Limits ans äußerste Limit, bis du halt keinen Off-Track kriegst. Und das Ja. können diese E-Sportler verdammt gut, egal wie unrealistisch die Linien sind. Und dann ist, ja, es ist schade, dass sie das machen, aber wenn es halt eine halbe Sekunde auf die Runde schneller ist, oder eine Runde länger mit den Reifen fahren kannst, ein Stint länger, sorry, mit den Reifen fahren kannst, das ist halt so ein Vorteil, wenn du E-Sportler bist, nimmst du den einfach, weil du auf so einem hohen Level competest, wo, wenn du es nicht machst, einfach einen Nachteil hast. Ich überlege ja so ein bisschen, wegen der Formel 1, die meckern ja auch wegen jedem Scheiß. Die probieren ja auch ziemlich viel zu machen, so tricksen. Das ist ja Eben machen sie ja vielleicht auch. ähnlich. Und ich bin mir sicher, hätte die vier, würde im echten Leben es funktionieren, mit dem Reifen aufs Gras zu gehen, um den runterzukühlen, würden die Fahrer es machen. Ja, klar, sicher, Es klar. funktioniert nicht, aber Ja, das und das. sie würden es machen. Das hat aber trotzdem das Ganze so ein bisschen so fahren Beigeschmack, weil ich finde, die iRacing-Leute sind halt sehr empfindlich und wenn man ein bisschen was sagt gegen das Spiel, fühlen sich persönlich angegriffen. Was Für mich ist es ja nichts gegen das Spiel zu ich sagen, halt es ist gegen die. seltsam finde, was halt bei jedem Spiel so ist. Wenn du mich etwas gegen COD sagst und der ist halt CODler, dann würde er sich auch angegriffen, würde mich am liebsten erschießen. Und dieser Kampf, wenn man mit ACC oder iRacing, was jetzt besser ist, genau, das ist kein Spiel, was Katie schreibt, genau, das ist kein Spiel, das ist ein Rennen, das ist eine Sim. Ja. Und bei ACC ist ja das genauso mit diesem Fehler. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Denk schon, dass du den Reifensturz so weit einstellen kannst, dass du quasi quer fährst und da sind die Reifen schneller warm. Was Das ist halt mich auch einfach so eine ACC, Sache. also ich bin ja beide Spiele gefahren, ich mag beide, aber beide haben ihre Fehler, ihre Sachen, die nicht realistisch sind. Aber es geht ja einfach nicht darum, realistisch zu sein, sondern es ist halt, weiß nicht. Es geht ums Feeling Also, eigentlich. Es geht einfach um das ja. nachzuvollziehen, was man macht. Was Einfach. mich zum Beispiel, warum ich kein ACC-Fahrer bin, ist ganz einfach, ich will nicht noch einen Mechaniker, kein Strategist und was auch immer noch sein. Also in ACC musst du so hart auf deine Reifen aufpassen, also das Management davon. Ich mag Habe das ich Tyre-Modell mitbekommen. einfach nicht. Das Habe ich ist mir mitbekommen, ja. viel zu
technisch. Aber ist bei AC teilweise auch, ne? Du musst schauen, dass du auf 26 den Reifendruck bringst, damit die Reifen gerade da sind. Nur hast du perfekten Grip. Das ist teilweise auch schon so wild. Aber ich feiere nicht so auf diesem Niveau. Aber es ist auch schon Ja, das wollte ich schwierig. gerade sagen. Ich bin halt einfach kein gut genug, ein Fahrer, der gut genug ist, um sozusagen so auf dem Level zu fahren, wo das wichtig ist. Aber ich weiß nicht. Ich will halt in iRacing, für mich ist das nicht das realistischste Spiel, was es gibt an Sims. Oder die realistischste Sim ist es nicht. Ja, aber es ist Aber es ist einfach die realistisch relativ genug. einfach zu fahren ist, sag ich mal. Und trotzdem einfach belohnt ist, spaßig ist, weiß nicht. Ja, das Und ist du für musst dich halt das, was du kein. brauchst und das, was du suchst. Und das gibt dir das. Und das passt dir dann. Ist egal, ob es jetzt 100% realistisch ist für jemand anderen oder nicht oder überhaupt ist. Weil das gibt dir das Feeling. Du fährst und du weißt, was du tust. Weil du es halt fühlst, so vom Lenkrad her und was auch immer, weißt du? Hast du ja gesagt, es gefällt dir. Von daher reicht es ja, mehr brauchst du nicht. Es reicht ja schon ein von dem Argument, weißt du, hast du keine 10. Und das, auch das, die Mal ganz Online-Anbindung ist ehrlich, anscheinend nicht so, ist halt einfach. Wenn man da ein bisschen sich hochspielen will. ich bin ja ganz ehrlich, wenn da irgendwas Neues käme, würde ich dem trotzdem, also das Ding ist einfach, ich bin kein, das, was du vorhin gesagt hast, dieses iRacing-Fanboy, der das auf den Tod verteidigen würde, niemals. Also ich weiß eben, das, was dann in Spa passiert ist, das sollte in der Simulation nicht passieren. Und ich weiß nicht, iRacing hat auch so viele Fehler, die einfach keinen Sinn machen. Wo man aber halt dann einfach wegschaut. Aber ich würde, wenn jetzt zum Beispiel ACC ein anderes Tire-Handling hätte, würde ich wahrscheinlich da einfach hingehen. Oder wenn jetzt Rennsport, wenn das dann irgendwann mal rauskommt, vielleicht auch ultra geil ist, vielleicht sage ich dann ciao iRacing. Ja, Also. ich werde mir aber ACC schon irgendwann anschauen. Da habe ich schon auch Interesse Ja, daran. ACC macht auch Spaß. Also, wer sagt, dass es das ein schlechtes Spiel ist, der ist dann wirklich, also, das sind dann Ja. wirklich die iRacing-Fans. Habe ich jetzt noch nicht so gehört eigentlich. Das ist immer ziemlich auf gleichem Level, wird das verglichen mit iRacing. Nur halt ein bisschen mehr verteidigen, so wie AMD, Intel, PlayStation und Xbox, ist ja Ja, alles das gibt's aber okay. immer. So. Was halt Und bei ACC halt meiner Meinung nach stimmt, ist, dass es die beste GT3-Sim ist. na Da ist klar, halt wiederum auch die der sind ja, Schwachpunkt für mich, dass es halt nur GT3 ist. genau, die Oder sind ja halt drauf GT4, aber. spezialisiert. Ja, aber GT4 brauchst du ja nicht, wenn du GT3 hast, weißt du? Also das ist ja auch Schmarrn. Also weiß ich ja nicht. Du hast ja dann auch Findest du, dass das. Porsche Cup und du hast ja auch noch, was hast du denn noch? Warte, Porsche Cup ist drin, GT4, Und GT3. Die haben, glaube ich, haben die noch irgendwas anderes? vier Stück haben die irgendwas mit M2 oder Die haben so, noch oder irgendwas reingemacht, aber ich weiß nicht mehr, Neulinge-Dings da. was. Was ist ABS, ist einsteigerfreundlicher? Keine Ahnung. Das Problem ist, ich habe bei beiden Spielen angefangen, als ich kein Einsteiger mehr war. Das kann ich nicht beurteilen. Ich finde auf jeden Fall bei beiden Spielen das Feedback eigentlich ganz gut auf der Bremse. Also da gibt es schlechtere auf jeden Fall. Ich überlege gerade, welches Spiel war das, was ich letztens wieder gespielt habe. Ach, ich weiß nicht. Irgendein Spiel, da habe ich irgendwie nie gemerkt, wo dieser Übergang ist, wo mein Reifen dann anfangen würde zu blockieren auf der Bremse. Und wenn solche Sachen nicht stimmen, das nervt dann tatsächlich. Need for Speed. Need for Speed war das bestimmt. Ja, allerdings aber ist halt Lava in ACC. Na gut. Ja. Ja, das habe ich aber auch gemerkt. Was ich auch gemerkt habe, dass ich die letzten, dass ich von Anfang an AC, seitdem ich mit diesem Setup hier fahre, nie 100% bremse, weil ich tue die Bremse nicht so stark drücken. Das kann ich gar nicht mit den Füßen. Dann habe ich es gestern so eingestellt, wenn ich 80% bremse, ist es 100%. Tue ich mich dann einfacher mit dem Bremsen. Oha, findest du echt, dass GT3 in iRacing schwerer ist? Ja doch, in iRacing finde ich tatsächlich, also ich fand in ACC wirklich das so ein richtig gutes Niveau zu erreichen, wo ich selbst mit mir zufrieden bin, verglichen mit den schnellen Leuten, fand ich tausendmal schwerer. Also, ich weiß nicht.
Vielleicht auch. Wenn du nach LFM jetzt gehst, bestimmt. Ne? Aber wenn du, weißt du nicht, ist anscheinend die stärkste Liga, oder? LFM? Da fahren schon viele Profis LFM mit. Naja, diese Liga, dann ACC. Ja, ja, genau. Und danach gehst du mit denen vergleichst. Ja, genau. Ich habe halt einfach geguckt, was die ganz schnellen Guys fahren. Mhm. Ja, das ist einfach subjektiv. Aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich bin auch selber nie ein GT3-Auto schon echt gefahren, aber ich würde auch wahrscheinlich sagen, dass ACC realistischer ist. Ich ja. finde, in ACC merkt man das Gewicht des Autos nochmal ein bisschen. Und ja, die haben sich ja so drauf spezialisiert, das wäre doof, wenn es halt nicht so wäre. Ja, wäre dumm, gell? Ja, das wäre beschissen. Nicht die beste GT3-Sim ist. Aber vielleicht ist es ja nicht so und wir checken es nicht, weil wir nie sowas gefahren sind. Wir tun es einfach nur, weil wir fühlen es gut, weil es ein gutes Spiel ist. Dann kommt jetzt das Lustige, es gibt GT3-Fahrer, die sagen, ACC ist realistischer. Und dann gibt es Leute, also GT3-Fahrer, die sagen, ACC ist Müll. Und iRacing ist besser. Also das ist dann, glaube ich, keine Ahnung. Es ist einfach ewige Diskussion. Einfach sagen, naja, beide sind perfekt. Das ist ja genau das, was Katie gestern mit Katie auch gesprochen hat. Da meint er, wenn dieser Low-Cell mit Bewegungsfreiheit oder ohne. In Formel 1 machen also sie auch Spiel anders. Genau, mit Bewegungsspiel, genau. Ja. Formel 1 machen sie ja manche auch so, gar kein Spiel, nur mit Gewicht und andere haben es halt dann auch mit 4 Kilometer Bremsweg und trotzdem Low-Cell. Es ist halt einfach nur, wenn du dann den einen fragst, was magst du, sagt der andere, ist mit bisschen Spielraum, finde ich geil. Mit Weg besser, einer sagt, es ist Müll mit Weg. So ungefähr halt, ne? Deswegen ist das halt auch für einen selbst immer. Das muss ich noch herausfinden irgendwann. Ich bin ja bis heute nur mit Weg unterwegs. Ja, ich ja auch. Und ich weiß nicht genau, welchen Schritt wagen soll, aber ich weiß nicht, ob noch eine Veränderung aktuell gut ist in so solchem Lernprozess, also, was ich da mache. Ich würde eigentlich auf alles so lassen. Für mich wäre das eine krasse Umstellung. Also als ich da immer mit den V3-Pedalen gefahren bin, da weiß ich, komme ich ganz lange nicht drauf klar. Mhm. Ja, das stimmt. Und es gibt halt welche, also da gibt es auch starke Diskrepanzen, das stimmt schon. Aber das ist halt, wie du ja auch schon gesagt hast, wahrscheinlich einfach alles sehr subjektiv. Ja. Ja. Aber das ist doch auch das Schöne, oder? Dass es jeder machen kann, wie er will. Jeder kann fahren, was er will. Jeder kann den Bremsweg fahren, den er... Klar wirst du dann von... Es gibt Leute, die dann sagen, wie kann man so dumm sein, aber... Ja, naja. Egal. Das sind dann die Leute, die Meinungsfreiheit nicht ganz verstehen. Ja, die sind ja bei anderen Sachen so engstirnig. Mit denen willst du dich gar nicht unterhalten. Ja, das sind halt, ja. Ich meine, gut, ich kenn's. Manchmal gibt's Leute, die sagen echt ganz schön Rütze, aber muss man sich halt zurückgreifen. Mhm. Es gibt halt Meinungen, die einfach, also trotz Meinungsfreiheit, einfach so falsch sind. So, es gibt halt einfach so extreme Meinungen dann in die eine Richtung. Ja. Und das ist einfach... Man gar nicht tolerant ist anderen Meinung gegenüber. Ne, dann mal offen, wenn mal aufgeschlossen ist überhaupt für was anderes. Man ist so da rein, so engstirnig, dass man nicht einmal sieht, dass es noch überhaupt noch was anderes gibt. Aber ja, das ist ja egal, das sind halt normale Menschen. Und das wäre es doch nicht so spannend, ne? Entspannter wäre es. Ja, entspannter wäre es, aber was ist schon entspannt im Leben halt? Aber dann wäre es wahrscheinlich langweilig, wenn jeder die gleiche Meinung hat. Gäbe es wahrscheinlich keine Konflikte mehr. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich glaube, bei mir prickelt es so langsam wieder im Fuß, dass ich wieder fahren will. Dann lass dir Zeit. Ja. Nicht, dass du das dann zu schnell ist und dann willst du doch nicht wieder. Also doch wieder nicht. Doch, ich habe vor ein paar Tagen jetzt am Montag. Nee. Ach, irgendwann. Die letzten Tage habe ich jetzt dann einmal iRacing wieder angefasst, habe da 2 GT3-Rennen gemacht, die fand ich so toll und dann ja, habe ich wieder gemerkt, dass ich es doch vermisse. So schlimm ist gar nicht, wa?
Ja, wobei ich sag dir, wenn die Rennen so gelaufen wären wie bei meinem Kollegen, dass hier nur gecrashed wird und alles den Bach runtergeht, dann hätte das auch schnell eine andere Meinung sein können Ja, wie bei wahrscheinlich. Dave halt. Der ist ja im Topsplit da drin und ist alles Katastrophe bei ihm gewesen. Wo Topsplit in Spa oder was? Ja, die sind ja auch da mitgefahren, ja. Im Topsplit? Ich weiß Was nicht, hat ob denn es der für ein Topsplit Team oder bitte? nicht. Keine Ahnung, ja, weiß ich ja nicht. Ich sag jetzt nur, Wahrscheinlich. ich sag das hoffe, der ist bestimmt, der fährt, weiß ich, wo er mitfährt. Aber der ist ja ein starker Fahrer, der fährt ja ziemlich, ist ein ziemlich hohes Rating, weißt du nicht, ob das top ist oder nicht, aber auf jeden Fall. Ist halt, das ist ziemlich weit oben, schätze ich. Weiß nicht, was hat man gesagt, wie viele Punkte Ich hat sag's dir er? gleich nochmal. Ja, warte, ich sag's dir gleich. Ich glaube, ich habe ihn in der Freundesliste. Auf jeden Warte. Fall. Ich habe keinen Bock mehr auf iRacing, weil es ist da Katastrophe bei denen, hat er gemeint. Die Leute Naja, denken, dass ein viele Leute kann ich 24-Stunden-Rennen fahren. in der ersten Kurve entschieden wird. Dass man dann noch einfach dann reinstechen muss und Oh das. ja. Aber Und. ich sag dir auch, es gibt Leute, also das ist einfach eine Krankheit im 24-Stunden-Rennen, die meinen, dass wenn du innerhalb von 2 Sekunden nicht an dem vorbeikommst, dass dein ganzes Rennen am Arsch ist. Also Ja. das ist. Das hat Ist. mir zum Beispiel, guck mal, wir sind hier Multiclass gefahren. Ja. Und es gibt LMP2 und GTE war das bei uns. Und dann kommt ein LMP. Du bist gerade im Kampf mit dem GTE-Auto. Und dann kommt hinter dir ein LMP-Auto. Das fährt Ja. an dir vorbei, ganz einfach. 20 Sekunden später kommt der nächstplatzierte LMP2. Und er meint, wenn er jetzt nicht direkt an dir vorbeikommt, in dieser Kurve verliert er den Kampf gegen das Auto, was vor 20 Sekunden an dir vorbeigefahren ist. Ich habe gerade geguckt, sein Rating ist 3500. Ich habe noch 3,6 gewusst, genau. Wie Ja. hoch ist das nicht hoch? Oh. Doch, also schon mal, ich weiß nicht, wie in iRacing genau die Verteilung ist, aber haben auch nicht so viele Leute. Was ist denn der Top-Split? Wie hoch sind die denn? 7000 sind, also diese E-Sportler sind so zwischen 5 und 8000, denke ich. Ach du Scheiße, okay, doch noch höher. Bei iRacing, wie, iRating. Also ich weiß, man fängt ja mit 1350 an. Und wenn hier gibt es so eine Statistik, zwischen 1000 und 1500 sind 36% der Spieler. Und 5%, also da wo ich momentan bin, zwischen 2500 und 3000, sind schon nur 5% der Spieler. Da wo Dave ist, sind es nur 2% der Spieler. Und alles danach sind 1, 1, 1 und 0 Komma. Ui. Also es gibt einen Fahrer, der ist zwischen 11.000 und 11.500, glaube ich, momentan. Und sonst, dann gibt es einen Fahrer zwischen 10.000 und 10.500 und dann nur noch drunter. Also ja. Und das sind wirklich vereinzelt Leute. Also es gibt zum Beispiel 20 Leute, die ein iRating. Nee, sagen wir mal, kombiniert gibt es 80 Leute zwischen 8.000 bis 9.000. Auf der Okay. ganzen Welt. Oh, heftig. Also das waren die Zahlen nach der letzten Season jetzt mal. Also das ist jetzt nicht ganz aktuell, kann sich momentan geändert haben. Nur, dass Ja, jetzt aber es ist ein guter Richtwert, das niemand passt ja. mich Und festnageln will, dass die Season ist ja Wertung nicht ein schlecht Jahr, war. Season sind ja 3 Monate und fertig. Ja. Das passt schon. Aber ja, also basically kann man sagen, Top 5% der Welt fangen so bei Top 5 fangen so bei Wahrscheinlich so 3000. Und das Average I-Rating ist so um die 1500. Also, ja. Okay. Also deswegen, selbst ich mit 2000, der sich ab und zu echt langsam fühlt, also ich bin momentan bei 2600 irgendwas. Ich fühle mich zwar ab und zu echt langsam, aber eigentlich im Vergleich aufs große Ganze ist es doch nicht so schlecht. Ja, vielleicht bist du trotzdem langsam. Ich meine, ist ja okay, Das oder? kann natürlich sein. Musst ja fühlen, damit du schneller wirst. Und dann sagst du, bist du schneller, dann was bremst du jetzt mehr oder wie? Ich sag mal Musst du so, ich ja. weiß, wo ich viel noch verbessern kann. Aber das will ich. Also, so sehr ich das mag, es zu machen, ich habe da keine Lust drauf. Musst du ja Also, nicht. Das da kommt mit der Zeit diese oder es 10 kommt Kills nicht, zu weil füllen. der Skill, den du hast, der reicht ja. Der wird mir Ja. vollkommen reichen. Mir wäre das egal. Ja, ich habe ja auch Also. Spaß. Also, man kann immer noch, wie du ja siehst, auch mit meinem Skill 24er gewinnen.
Oder? Ja, das passt doch. So, immer. Und ich weiß, dass ich den Skill nie erreichen werde. Aber ich schaue, dass ich meinen Skill ein bisschen verbessere, vielleicht eine Abrunde. Ich bin auch aktuell, muss ich sagen, wenn ich gewisse Zeit bin mit dem GT3 fahre, dann bin ich einfach zufrieden. Dann ist das halt der Skill jetzt aktuell. Ja, ich versuche ihn zu verbessern. Ich weiß nicht, der kam mir hier am Nürburgring, war ja der eine, der meinte, ja, 1,54, 55 sind drin. Aber du meintest ja, wenn du unter die 2 kommst, bisschen, dann bist du ja happy. Und das stimmt auch. Ja, also, und ich war 1,56. Das ist ja so wie Leute, wenn die halt in Formel 1 gegen die 30er KI endlich mal gewinnen, dann sind die auch happy, weil das halt ein Ziel ist. Das haben sie sich gesetzt und irgendwann erreicht. Und heute habe ich gesagt, heute habe ich gesagt, von Garoden, ich bin mit meinem Skill zufrieden, ich komme eh nicht weiter. Was fährst zwei du, Runden wenn ich fragen darf? Bitte? Welche Zeiten fährst du, wenn ich fragen darf? Weiß ich gar nicht. Ja, ich habe dir Lifetimes geschickt, kannst du gucken. Ach so, stimmt, wie hast du? Hier. Und dann eine Runde später war ich eine Sekunde besser. Ich habe gesagt, ich finde keine, mir ist egal, ist scheiße, Mann, kein Bock. Und wenn es der Skill ist, ist halt der Skill. Und mir macht es halt Spaß, die gleiche Zeit mit einem anderen Auto auch zu fahren und dann fahre ich meistens noch besser. Ich unterbiete die Zeit mit immer mit dem nächsten Auto. Wenn ich mir gerade die Namen anschaue, kenne ich die alle, aber wer ist Too Slow for You? Was? Kennst du den? Also ist das ja, der hat er mir anscheinend früher auch wie wir und so gespielt, weiß nicht, dass er. Das war der im Chat, okay. Der ja, Taco, der ist jetzt wieder 7 Tage arbeiten. War ein Imbiss anscheinend. 7 Tage Arbeit, 7 Tage Urlaub. Oder frei. Gibt Zeit, dass ich mich da wohl auch reinballer in die Liste, ne? Der Jens fährt nicht? Oder? Ich dachte aber, der hat auch immer wieder Probleme mit seinen. Mit seinen Füßen oder Armen, je nachdem. Mit Blasenbildung an den Füßen und Problem mit Armballer. Hat da, glaube ich, auch Metall drin im Arm und das tut doch manchmal weh. Weiß nicht genau. Oh, okay. Verschiedene Sachen. Ja. Auch nicht so geil. Also ist halt auch schwierig, hat auch sein Laster zu tragen. Ja, sind ja mehr geworden mit der Zeit. Sorry, nochmal. Sind ja mehr geworden mit der Zeit da. Ja. Dave ist jetzt im Urlaub eine Woche. Und letztens habe ich ja mal deinen Rant mitbekommen, eben, dass du wieder ein bisschen so, weil die alle wieder weg sind und so. Wo denn? Ich weiß nicht, letztens meintest du irgendwie, es ist halt schade, dass dann wieder so viele Leute einfach wieder direkt verschwinden. Meintest du ja. Ja, das. Auch wenn ich es seit über 8 Jahren schon mache beim Streaming, ist es trotzdem immer krass, wenn Leute von heute auf morgen die spawnen. Weißt du? Das finde ich halt wild. Mit manchen bist du tagtäglich unterwegs und auf einmal ist man auf morgen weg und sagt nichts. Und dann hast du nur noch an die Follow drin oder an die ab und du hast keine Ahnung warum. Wo du dich mit denen gut verstanden hast oder so. Oder die kommen nur rein, sagen Hallo und du sagst, ja, wie geht's? Und so sagen die nie wieder was. Verschwinden einfach. Einfach, um dich zu ärgern. Ja. Keine Ahnung. Also das ist halt sehr schwierig. Na, bei dir hast du ja gesagt, dass du ab und zu keinen Bock mehr hast. Oder gerade keinen Bock mehr hast. Das ist ja alles okay. Ich fühle mich trotzdem manchmal schlecht, wenn du dann solche Aussagen tätigst. Fühle ich mich doch angesprochen. Richtig so ein Arsch. Nee, warst du aber nie gemeint. Ja. Dass du ein schlechter Mensch bist, weißt du eh, oder? Soll das jetzt? Ja, das sowieso. Von Grund auf böse. Ja. Ja, und was fahre ich denn da jetzt überhaupt? Was ist denn jetzt heute? Ich habe mit dem Lambo, glaube ich. Was habe ich denn gefahren überhaupt? Technisch noch ein bisschen besser. 1,47033. Technisch 1,47024. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich da fahren würde. Er muss schauen, was Kentern ungefähr fährt. 1,44, glaube ich, oder? Aha, 1,44, ja. 1,5, BMW, Porsche 1,44, ja. Weiß gar nicht. Ja, ich weiß nicht, wie sehr man ACC-Zeiten damit vergleichen kann. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Weiß ich nicht. Weißt du, vom Auto her nicht, vom Auto her gar nicht. Ist von Garoring eine Modded-Track? Ja. Ist sie dann AC-Strecke oder ist das ACC-Strecke oder ist das ein ganz eigener Mod? Weißt du das? Ist eine eigene Mod, glaube ich. Gibt es überhaupt ACC-Strecken? Also als Mod?
Weiß ich nicht, ob es eigene Zielstrecken ist, keine Ahnung. Es ist halt die in Formel 1 auch gefahren wird. Also ich habe die Strecke auch in Formel 1 Pack drin. Aber die Version 1.2, das ist die 1.1. Da habe ich ja zu spät gesehen, dass es 1.2 noch gibt. Nicht vergleichbar, ja, denke ich mir auch. Also es gab bloß zwei Hungaroringe für das Spiel. Einmal 2014 eine Version und 2016 und die Version 1.1 und jetzt gibt es die Version 1.2 und die ist auch im aktuellen Formel 1 Assetto Corsa Pack drin. Ja. Die wir jetzt fahren. Nur in der Version 1.2. Mit noch irgendwelchen komischen Zuschauern dazu oder so. Aber das lasse ich einfach so, ist jetzt egal. Brauche ich nicht die Zuschauer. Ja, dann habe ich ja morgen halt, glaube ich, letzter Tag dann, sage ich mal, die Strecke. Hungaroring, dann passt es auch wieder. Und Donnerstag oder Freitag dann halt die nächste. Schauen wir mal. Ja. Werde ich halt kommen, werde ich fahren. Ich würde halt doch mit jedem Auto gerne fahren. Vielleicht auch ein bisschen mehr hier, auch jetzt mal nicht GT3 fahren, aber da habe ich doch halt die meiste Challenge, weil wenn Technik da fährt und andere da fahren, kann ich mich halt da so ein bisschen duellieren auf die Ferne. So ein bisschen ist es ja fast schon so wie Rallye. Jeder fährt seine Zeiten und dann kann man so schauen. Ist ganz cool. Was ist Katie gefahren? Der 1,47? 1,47,003. Nee, okay. Ach stimmt, du bist ja gar nicht mehr so weit weg, Katie, oder? Von uns. 47, 024, 0,